Wir sind hier beim Donaukraftwerk Walsee mit der Kirchen, eines von 9 Kraftwerken von Verbund an der Donau. Da wird eine gigantische Grünstrommenge produziert, 8 Milliarden Kilowattstunden an der ganzen Donau. Damit könnten wir theoretisch alle Haushalte in Österreich versorgen. Und hier in Mitterkirchen auch ein großes Kraftwerk, über 200 Megawatt, 300.000 Haushalte können mit diesem Strom das ganze Jahr über versorgt werden. Und was wir hinter mir sehen, ist neu eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1,5 Megawatt. Das heißt, man sieht hier schon, unser Kerngeschäft, die Wasserkraft, wird ergänzt durch neue erneuerbare Erzeugungstechnologien wie Photovoltaik. Und was es hier im Kraftwerk auch gibt, ist eine große Batterie, die größte Kraftwerksbatterie in Österreich, die für die Netzstützung, also immer dann, wenn es ein bisschen Probleme gibt im Netz, wenn es Frequenzschwankungen gibt, dann schaltet diese gigantische Batterie in Millisekunden zu und stabilisiert das Netz. Ja, wir befinden uns heute beim Leitkraftwerk der Oberen Donau. Für mich ist es immer eine besondere Freude, die Obere Donau zu besuchen. Wir haben vor einigen Jahren mit der Erneuerung in Aschach begonnen. Wir sind mitten dabei, die Effizienzsteigerung mit den Maschinentäuschen in Ottensheim durchzuführen und in Walsee an diesem Standort auch die Generatorentäusche. Für mich ist es insofern auch ein besonderes Ereignis, weil wir uns davon überzeugen können, welche tolle Arbeit unsere Mitarbeitenden leisten im Rahmen dieser Maschinentäusche, gerade zum Beispiel in Ottensheim, wo wir auch den Montagepool auch im Einsatz haben. Und das hat sich auch bewährt, auch gerade mit euch diese Maßnahmen durchzuführen. Und da sieht man, welche Kompetenz in uns steckt. Und was mich besonders freut, ist, dass wir trotz Covid diese Maßnahmen exzellent durchführen konnten. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich hoffe und bin überzeugt davon, dass wir diese Maßnahmen auch in weiterer Zukunft dann zu einem positiven Erfolg führen können. Es ist für mich grandios, bei den Kraftwerken zu sein, bei den einzelnen Teams zu sein, zu sehen, mit welcher Motivation hier gearbeitet wird. Wir haben immer große Projekte vor uns und hinter uns und ich bin wirklich stolz auf mein Team. Wir an der Oberen Donau haben sehr viele Projekte und Tätigkeiten im Gange und dementsprechend ist es mir wirklich eine Ehre, diese Projekte unserem Top-Management zu zeigen. Wir wollen als Innovationsstandort der Wasserkraft gelten. Und dementsprechend haben wir hier am Standort Walsee mit der Kirchen bereits einige Innovationen vorangetrieben. So zum Beispiel die Blue Battery, die Großspeicheranlage, die PV-Großanlage, beziehungsweise wie man auch sehen kann, wir haben eine PV-Fassade und eben das nächste Projekt, wo Sie die Baustelle sehen, die PV-Treckeranlage. Und natürlich unsere Großprojekte und Revisionen, welche voranschreiten. Man sieht, wir arbeiten hier mit allen Technologien. Ich bin sehr stolz auf unser Team, auch hier in Walsee mit der Kirchen, aber eigentlich die gesamte Donaukette funktioniert exzellent. Ein Dankeschön an alle, die hier arbeiten, Tag für Tag und die sichere, saubere Stromversorgung in Österreich sichern.